Wir begrüßen Sie bei Red Hat Zylinderkopftechnik. Hinter uns ein BMW, ein 1er. Der Kunde hat den gekauft mit ungefähr 40.000 Kilometer Laufleistung und der hat jetzt wie viel runter, Robin? Circa 165.000. Circa 165.000 und dann fingen da irgendwann Probleme an und zwar jetzt, ich glaube, der hat einen Turboladerschaden gehabt. Und dann ist er zu einer Firma gegangen, hier im Westerwald hat sich den Turbolader reparieren lassen und in dem Zusammenhang wurde auch provisorisch das Saugrohr, wie auch immer, gerettet, instand gesetzt, überprüft, ich weiß es nicht genau. Es hieß wohl laut Kunde, dass beim Saugrohr irgendwelche Lagerungen durch Gummiteile instand gesetzt wurden. Aber wie gesagt, ohne Garantie. Ohne Garantie. Im Hintergrund piept der Martin. Wir haben Martin, mach mal die Tür zu. Vielen Dank, vielen Dank. Haben wir eben zu unserem Praktikanten hier gesagt, er möge bitte leise sein und kein Lied singen. Und der Martin macht hier so einen Lärm. Ne? So. Das ist unser Martin. Ja, egal, okay, gut. Ja. Das Video wird darüber berichten, was wir hier bei der ganzen Sache erleben. Und Sie werden Zeugnis davon sein, ob wir den Wagen in den Griff bekommen oder nicht. Fakt ist auf jeden Fall, das will ich gerade noch sagen, der hat zwei Fehleinträge immer drin gehabt, der hat immer Leistung weggenommen. Ne? Ja, der ging, geht auf der, oder ich habe eine Probefahrt gemacht, dabei ging der, sobald mal im höheren Lastbereich über 2000 Umdrehungen war, ging der in den Notlauf. Und dann ist man halt mit minimierter Leistung unterwegs, dass der gerade noch so läuft. Und der Fehler war, Ansauglufttemperatur, Signal unplausibel und Drallklappenfehler, also vom Saugrohr. Das kann natürlich dann auch sein, dass wenn natürlich die Drallklappe in Gummischlauch gelagert worden ist, ich weiß es nicht, dann ist er natürlich auch kacke. Gut, aber das werden wir jetzt sehen, was wirklich Sache ist und das werden wir beobachten, darüber wird das Video berichten. Wir sind ein Stück weiter. Wir haben jetzt einfach die Plätze getauscht. So einfach geht das bei uns. Robin, erzähl du einfach mal, was wir erlebt haben, was für Katastrophen. Und wir sind noch lange nicht fertig, das sage ich vorab. Ja, also wir wollten erstmal die Kompression prüfen. Dabei ist schon eine Glühkerze abgerissen mit minimalem Drehmomentaufwand. Also wir lösen die immer mit einem Drehmomentschlüssel, mit den Angaben des Herstellers für das maximale Lösemoment. Und ich habe mal mit 20 angefangen und da ist sie schon abgerissen. Also die war scheinbar vorher, hatte schon einen kleinen Knacks. Ich falle dir mal ganz kurz ins Wort. Ich bin ja wissend insofern, dass wir permanent belehrt werden. Wohl wissend, dass wir nicht alles wissen, aber natürlich fahren wir die Dinge heiß, natürlich verwenden wir Injektoren oder Glühkerzenlöser dazu. Natürlich haben wir einen Vibrationsschlagschrauber, den wir von 10 Newtonmeter aufwärts auf 20 und 30 und 40 einstellen können. Natürlich wissen wir um die Lösemomente von den M10x1 Glühkerzen. Und den Robin, der hat keine Chance. Wenn die bei 20 abreißen, weil die vielleicht schon angerissen sind, dann ist das so. Also wir warnen die Kunden in der Regel immer vor. Ab Lösemomente von 25 bis 30 Newtonmeter, dann rufen wir die Kunden an und sagen, pass auf, Junge, hier wird es eng. Wenn wir darüber hinausgehen, neigen die Glühkerzen zum Abreißen, je nach Typ. Und dann muss der Kunde eben entscheiden, ob er das machen will oder nicht. So, jetzt bist du wieder dran. Genau. Wir haben sie dann jetzt erstmal drin gelassen, wollte die Injektoren rausziehen. Einer von vier ging auch gut raus, trotzdem, dass er undicht war, also das sieht man in der alten Wärmeschutzscheibe ganz gut, dass er hier ordentlich abgeblasen hat. Injektorsitz nachgefräst. Genau, dann habe ich die anderen drei versucht, da war keine Chance. Dann habe ich den einen wieder eingebaut, alles wieder so weit zusammen, dass ich ihn schön heiß fahren konnte. Und jetzt habe ich die anderen drei rausgekriegt, die sahen auch alle sehr gut aus hier. Also schön, ja. Rost und Schmandes. Man sieht das hier im Prinzip, wie das an den Injektoren hier vorbeidrückt nach oben. Und wenn der in den Injektorschacht diese Verkokung reinjagt, dann verknarzt und verkrustet das alles. Hier kann man sehen, also wenn ich den so sehe, hätte ich gesagt, da ist Wasser mit im Spiel gewesen. Genau. Dann rosten die im wahrsten Sinne des Wortes fest. Wir haben den Kunden gefragt, ob die möglicherweise schon mal draußen waren und ohne Paste eingesetzt worden sind. Bei BMW ist es, glaube ich, so ein grünes Fett, wie so eine Art Fett. Ist bei jedem Hersteller ein bisschen unterschiedlich gelagert, aber natürlich werden die mit einer Montagepaste eingesetzt.
Er hat mir aber versichert, dass die noch nie draußen waren. Also insofern waren sie halt kackefest. Kacke fest und der Robin hat den Knacke heiß gefahren und dann knackt er die los und so sind sie dann auch losgegangen. Die haben natürlich vorher ein paar Schläge mit dem Zughammer und alles gekriegt. Pressen hier ansetzen, Unipressen ist ein bisschen schwierig, weil die haben Kunststoffventildeckel. Es gibt jetzt extra Abpresssätze auch für die BMW, die man aufsetzt. Die haben wir jetzt auch für diesen Motortyp nicht da. Jetzt haben wir den eben heiß gefahren und der Robin hat dann die Injektoren rausgekriegt. Was machen wir jetzt mit den Injektoren? Ja, die werden wir einsenden zu unserem Spezialisten. Kommen die auf den Prüfstand und werden gegebenenfalls überholt, wenn nötig. Ne? Die Kompressionswerte waren wie bei dem Ding, bei drei Zylindern? Die waren gar nicht mal so gut. Okay. Die waren gar nicht mal so gut, aber das Auto lief jetzt gar nicht mal so schlecht, nachdem du den jetzt erstmal wieder in Betrieb hattest. Ja, man hat dann in der Leistung schon deutlich gemerkt, als sie sich gelöst haben. Also ich habe die Schraube dann nur beigedreht, dass sie nicht durch die Haube fliegen können, wenn sie kommen. Aber dann hast du das deutlich gemerkt, ja, als sie da abgeblasen haben. Okay. Dann hat er schon weniger Leistung gehabt. Klar, bei drei Zylindern. Okay, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Ist eine andere Geschichte. Jetzt gehen wir im Prinzip her, Injektoren werden eingesendet, wie der Robin schon gesagt hat. Und jetzt werden wir das Saugrohr runterbauen. Das heißt, wir gucken uns mal an, was der Kollege uns da überlassen hat. Den muss man aber in Schutz nehmen, der Kollege. Der hat wohl zu dem Besitzer gesagt, die Reparatur unter Ausschluss der Garantie und Gewähr in Anführungsstrichen als Notbehelf. So muss man ehrlicherweise sagen. So hat uns der Kunde das auch vermittelt. Aber ist halt die Frage, ob man so ein Saugrohr dann überhaupt wieder einbaut, wenn er so angeschlagen ist. Aber das erzieht sich meine Kenntnis, da will ich keinen Vorwurf machen. Jetzt nehmen wir das raus. Werden wir uns dann gleich angucken, wie das ist. Ne? Wir nehmen das jetzt raus, schauen uns das Vieh an, bringen das auch gegebenenfalls in Ordnung und suchen weiter nach den Fehlern. Wir haben ja auch elektronische Fehler noch drin gehabt. Genau, da sind wir auch schon ein Stück weiter. Ich habe einen neuen Luftmassenmesser eingebaut, weil der ja ein Ansauglufttemperatursignalproblem hatte und die Luftmassenwerte auf der Probefahrt auch nicht plausibel waren. Jetzt auf der Tour, wo ich den für die Injektoren heiß gefahren habe, passten die Werte und er ging auch nicht mehr in den Notlauf. Das heißt, haben wir hier den gesamten Messer ausgebaut und nur einen Temperatursensor? Nee, den kriegst du nur komplett und okay. Er hat dann hier im Ladedruckkreis hat er nochmal einen Temperaturfühler. Den habe ich auch gewechselt. Okay. Also hier da, das Auto läuft deutlich besser. Ne? Okay. Das meinte ich eben mit dem etwas besser laufen, als ich. Ne? Das ist so ein bisschen falsch jetzt rübergekommen. Du hast gesagt, die Injektorengeschichte ist natürlich nicht mehr optimal, aber die Fehler hier sind schon zum Teil raus. Ja, also der ist, damit er ordentlich Temperatur kriegt, hat er auch ein bisschen Drehzahl bekommen, über 2000. Und dann ist er sonst direkt in den Notlauf gegangen, wenn er Betriebstemperatur hatte. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir hören sie erstmal wieder auf. Die Richtung stimmt also, in der wir uns hinbewegen. Wir nehmen jetzt das Saugrohr runter und gucken uns mal an, was der Kollege uns da übrig gelassen hat. Genau. Dann würde ich sagen, bis später. Später. So, und zwischendurch Themenwechsel. Der Martin hat hier einer der geilst gepflegtesten BMW 330i Touring mit 68.000 Kilometer hier stehen. Und warum ist das Auto hier? Das ist zur Wartung hier, das ist zum Motorcheck hier. Und dann hat der Kunde gesagt, pass auf, wenn die Ansaugwege im Zuge der Kameraendoskopie verkokt und dreckig euch erscheinen, dann macht ihr eine Walnussgranulatstrahlgeschichte daraus. Da haben wir gesagt, okay, 68.000 Kilometer werden wir nicht brauchen, aber gut, wenn so ist, dann machen wir es so. Jetzt gucken wir mal hier ganz kurz rein. Hier steht der Martin. Ne? Ich weiß aber nicht, ne, ob man das so gut. Also da unten hast du ein paar Nüsse oder Eicheln oder guck was ist da? Hier in dem mittleren Kanal. Wir stehen mit Reimann hier, müssen sich überlegen, alle gucken so durch das winzige Kamerabild und keiner sieht was wirklich. Und diese Bilder könnte man versuchen zu nehmen dann. Gut, also wir kriegen es nicht optimal gut eingefangen hier, aufgrund der Lichtverhältnisse, die wir auch hier haben. Aber Sie sehen schon unten drin an den Ventilen, haben wir eine gewisse Verkokung. Die könnte natürlich schlimmer sein, aber wenn wir es hier ordentlich und gut machen wollen, dann strahlen wir den jetzt eben hier mit, machen die Kanäle entsprechend sauber. Und hier unten kann man dann auch schon sehen, dass hier also Besucher mit zu Werke sind. Ja, hier sind ganz viele gesammelte Haselnüsse. Ne? Und die sind alle geknackt. Ne? Die sind alle geknackt. Der hat mir keinen übrig gelassen. Man muss die Schokolade ohne Nüsse essen. Ja, und da waren noch Mäuse zu Besuch, also Mäusekot und so weiter. Okay.
Dann tun wir trotzdem, da zaugen wir mal dahin, ja, das den Kunden entsprechend weg. Klar. Und dann würde ich sagen, wenn die Kanäle gleich mal ordentlich gestrahlt sind, ja, dann gehen wir her und machen nochmal ein Bild danach, wie der dann nach dem Strahlen genau entsprechend aussieht. Martin, dann sage ich mal an der Stelle vielen Dank, ja, aber das Auto sieht wirklich geil aus, ne? Das Auto ist tiptop gepflegt, also das riecht noch wie neu. Wie neu war, genauso ist das. Gut, Martin, dann schauen wir gleich nochmal, wie es bei dir aussieht. Gell? Genau. Okay. So, Martin, du hast alles angerichtet, hast gearbeitet und haben wir jetzt wieder alles schön sauber. Genau. Also, Strahlergebnis ist fertig. Ja, ich guck mal, ob ich hier reinkomme. Man kann, da kommt man echt schlicht hin. Auch mit der, wo wir letztens mit der Kamera reingeleuchtet haben, wo die noch dreckig waren. Ja. Kommt man echt. Ich gehe hier mal rein und jetzt kann man auch hier schön sehen, da unten ist alles wieder clean. Jetzt gehen wir auch hier hin. Hier sehen wir auch die Ventile, die sind auch wieder. Und der Kanal selber, ja. Schön sauber. Der Kanal ist wieder sauber. Ja. Also hier haben wir jetzt wieder volle Luftzufuhr. Genau. Was wir dem Motor so anbieten können. Ne? Ja, jetzt geht es hier wieder ans Zusammenbauen. Genau. Mit neuen Dichtungen im Ganzen. Und dann gucken wir auch mal, ob der Motor vielleicht auch ein ganz anderes Laufverhalten hat, da er wieder viel mehr Luft bekommt. Bestimmt. Also man wird es garantiert merken. Ansprechverhalten oder ja, sowas, ne? Na klar. Und auch ja, leerlaufmäßig Übergang. Also da hängen viele Sachen mit zusammen. Wenn so ein Kanal von einer, sagen wir, von einer Größe von einem Euro auf einmal nur noch auf 5 Cent ist, dann ist das schon ja, ein starker Unterschied. Genau. Gut, Martin, du baust weiter zusammen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich nochmal wieder. Ja. Bis später. Genau. Martin, wie sieht es bei dir aus? Ich bin fertig. Mit den Nerven oder mit dem Auto? Ja, mit den Nerven noch lange nicht, aber mit dem Auto. Ich muss ja sagen, ich gebe mir immer Mühe, den Martin mit den Nerven irgendwo an die Grenzen zu bringen. Innerlich könnte ich mir vorstellen, ist er schon manchmal am Kochen gewesen, aber er behält außen die Ruhe. Und zieht sein Programm da kontinuierlich durch. Also, Auto läuft. Genau. Alles supi? Alles super. Hört sich gut an. Wir riskieren nochmal einen Blick hier. Gucken Sie mal, wie das Auto glänzt. Und der ist jetzt bei Gott ein bisschen dreckig geworden, weil der auch draußen im Staub und Regen stand. Aber der hat Neuwagencharakter hier, Showroom Condition, keine Ahnung was. Ja. Der Thomas und du, ihr seid ja das im Prinzip dann durchgegangen, ne, oder? Genau, wir sind jetzt die einzelnen Kanäle nochmal durchgegangen und vorher, nachher sieht jetzt aus wie neu. Das heißt, das Ding kann auf die Öffentlichkeit wieder zugelassen werden, genau, und kann da seine Runden drehen und alles gut. Dann würde ich sagen, an der Stelle, Martin, schönes Wochenende, oder? Ja. Also, heimlich muss ich noch ein paar Minuten arbeiten, aber ja, ja, vielen Dank, Martin, es war mir eine Ehre. Nicht so lange. Bis später. Bis später. So, jetzt haben wir unseren BMW hier und den Thomas. Und normalerweise hat ja der Robin den BMW in den Fittichen, aber der Thomas hat den jetzt mal kurz abgelöst, weil der Thomas so geil da drauf immer ist, hier Glühkerzen auszubohren. Jetzt war es aber wieder schneller als ich mit der Kamera. Ja. Dann ist dasselbe Syndrom wie hier beim Robin. Und das sind also die Überreste von unserer... Das sind die Überreste, ja, das nicht. Das war das Schleifsteinchen. Die war ein bisschen ätzend, glaube ich. Die. Ja, die hat mich sehr geärgert. Weil? Zumal, weiß nicht, ob schon bekannt war, welche es war. Ja, welche Glühkerze. Es war die Nummer 4, die am besten zugänglich ist von allen. Ja, da ist das Problem, weil hier hinten hängt ja im Prinzip die Reste des Luftleitblecks ja, da hinten. Der Windfang das Ganze, genau. So, und man ist halt von der Zugänglichkeit ist sehr eingeschränkt. Haben wir eine Büchse jetzt drin, oder? Nö, gar nicht. Also Gewinde so gerettet also, alles? Also was halt gewesen ist, die Kerze hat halt im Gewinde, war die festgegammelt. Ja. Und dann ist direkt unterhalb davon der Sechskant ist abgerissen. Ja. Und das ist der Rest davon. Und normalerweise... Ist der eigentlich was angerissen? Kann man da was erkennen? Weil der Robin sagte, der hat keine 20 Minuten mehr, die braucht aber das Ding los. Ja, jein. Kann man sich jetzt rein fantasieren. Ja, ne? Ja, ja. Gut, dann sagen wir, der war schon angerissen, dann trifft uns überhaupt keine Schuld. Das hört sich besser an, ne? Oder? Das ist noch besser, ja. Ja. Nein, natürlich nicht. Also wie gesagt, das hier ist, wenn der Lösemoment nicht die Kerze löst, dann reißt es ab. Das ist so vorprogrammiert. Also wir haben dafür kleine Schlagschrauber, um das mal zu verstehen. Wie können Werkstätten sich davor schützen, dass sie dann immer die Glühkerzen abreißen und mit dem Kunden das Riesentheater haben? Also hier, das sind eigentlich Ausnahmen, dass uns so eine Glühkerze da losgeht oder abreißt. Warum?
Wir stellen den Drehmomentschlüssel, wenn wir einen Schlagschrauber da dran setzen, der macht ganz leichte Vibrationen, um so einen Vibrationsmoment zu erzeugen, um besser lösen zu können. Und dann stellen wir den auf 20 Newtonmeter ein. Und normalerweise kommen die Kerzen dann. Und dann kann man 30, das ist so die Grenze, je nach Gewinde auch, muss man sagen, und nach Durchmesser. Und dann gibt es einen Abreißwert oder einen Grenzwert, den sollte man nicht überschreiten. Dann ruft man den Kunden an, wenn ich jetzt sage, 30 ist das Lösemoment, das Maximale, und sage dem Kunden, pass auf, wenn wir die Glühkerze rausmachen sollen, können wir auch auf 40 gehen, dann löst sie sich vielleicht, aber besteht auch die Gefahr, dass es abreißt. Aber soweit sind wir hin, die kommen, hier war bei 20 Schluss, genau. Und das Ding war abgerissen, das kann also durchaus sein, ja, dass die schon da angerissen war oder was. Ja, wie du eben schon dachtest, ja, es gibt von den Herstellern extra, gibt es eine Tabelle über Lösemomente. Wenn die Kerze sich mit diesem Lösemoment nicht lösen lässt, wird sie zu 95% abreißen. Ja, okay. Ja, so war es hier gewesen. Und hier war es noch so gewesen, dass uns noch mehr geärgert hat, dadurch, dass sie sehr stark schon angegammelt war, oxidiert war etwas, man sieht es auch hier gut drinne, ist im Normalfall, hier drinne ist die Wolfram-Elektrode, die auch nie rausguckt, die ist ungefähr so lang nachher, und das oben dann für den Stecker, was angeschraubt. Ja. Und im Regelfall ist es so, wir gehen hin, wir schrauben oben diesen Pinöpel ab, hier in der Mitte, ja, oder siehst du jetzt, ab. Genau, hier in der Mitte siehst du jetzt, ja, da ist dann das Gewinde abgerissen. Ja. Das war dann für mich sehr ärgerlich, ja, weil ich dann nicht mehr wirklich mein Werkzeug ansetzen konnte, um den Wolframstift hier raus abzureißen. Weil das, ja, Schönste ist für uns, wenn der Stift hier unten abreißt, dann haben wir nur hier oben das zum Abbohren, das Gewinde nachschneiden gut ist. Das, ja, war jetzt hier, ja, nicht. Ja. Und Wolfram ist ein recht harter, zäher Kollege. Dr. Thomas, die OP ist also dennoch gelungen? Ja. Okay, Patient könnte wieder ins Leben zurückholen, und währenddessen, genau, bereitet der Robin eigentlich schon das neue Saugrohr vor. Bei den Saugrohren kann man sich auch überlegen, mitunter mit überholten Saugrohren zu arbeiten. Es gibt sogar verstärkte Versionen darüber. Also für bestimmte Modelle, die bekannt dafür sind, dass die Saugrohre kaputt sind, haben wir eigentlich einen recht guten Lieferanten, der auch instand gesetzte Saugrohre liefert. Da muss man dann immer abwägen, was will der Kunde und was ist möglich. Und wie gesagt, im Bereich der verstärkten Version gibt es auch ganz tolle Sachen. So, jetzt hat der Robin hier das Saugrohr. Das habe ich gerade umgebaut, hier das AGR-Rohr und das große Klappenteil. Ja. Hier kann man noch mal gerade bei dem alten gucken, wie die Klappe hier, das klemmt alles schon, ne? Hört man ja auch in dem Gummi, ja, dort, die da reingefummelt hatten. Ja. Das jackelt ja hier richtig hin und her. Gut, also hier muss man wirklich sagen, Reparaturhilfe aus der Firma, okay, aber sowas darf man auch als Reparaturhilfe nicht einsetzen und verkaufen. Das hätte man nicht mehr einbauen dürfen. So, ne? Also hier droht ja wirklich für das Auto dann letztendlich auch Gefahr, wenn dann nachher so eine Klappe abreißt. Gut, und hier haben wir die neue Version, und Sie sehen hier im Prinzip jetzt auch, haben wir ein modifiziertes Teil mit einer metallenen Welle drin. Gut, der hatte ja hier auch, ne? Nur sind hier die Lagerstellen optimiert, ne? Ja, in dem Kunststoff. So, also wie gesagt, hier eine metallene Mittelwelle. Die Klappen sind, glaube ich, hier nach wie vor noch aus Kunststoff, oder sind die hier aus Metall? Ich kann es durch die Kamera nicht sehen. Ich würde sagen, das ist Kunststoff. Okay, gut, da gibt es tatsächlich dann auch noch Versionen, wo sie Aluklappen drin haben für verstärkte oder als verstärkte Version. Braucht man jetzt im Normalbetrieb eigentlich nicht. Das hier ist aber klasse. Hier haben wir jetzt Lagerstellen drin. Da ist eigentlich sichergestellt, dass die Klappensysteme eigentlich halten und den Originalen tatsächlich sogar überlegen sind. Gut, okay, das heißt, du kannst jetzt das Ding reinbauen, ne? Ganz genau. Robin, dann würde ich sagen, schalte Walte deines Amtes, und wir schauen mal später, ob das Ding auch tatsächlich anspringt und fehlerfrei ist. Ja, Kunde wird sich freuen. Injektoren, sind die schon da? Die sind da, ja. Die waren auch verschlissen und wurden jetzt so repariert. Die haben wir, da haben wir, also arbeiten wir mit dem Bosch-Team zusammen, ne? Gut, Robin, jetzt halte ich wirklich meine Semmel und du kannst weitermachen. Du blendest wieder. Was? Du blendest. Ja, ja, klar, ich blende, aber nicht vor Schönheit. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Ist er nett, ne, der Robin? Ist ein galanter, netter Kerl. Wer lacht da hinten? Der ist nicht so nett. Hier unser Mäuschen lacht. Hier unser netter Mäuschen. Mhm. Martin, alles im Griff? Ja, natürlich immer. Alles gut. Bis später. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. So, das Auto quält dich weiter. Was hat der nochmal gelaufen gehabt? Jetzt hast du mich. Ich meine um die 165.000. Okay, wie auch immer. Wir wissen, die Glühkerze
ist abgerissen. Wir wissen, die Injektoren wollten nicht raus. Jetzt wollen die Wärmeschutzscheiben nicht raus. Also wenn du dieses Werkzeug siehst, weißt du doch, was los ist, ne? Ja. Das habe ich jetzt, drei habe ich jetzt rausbekommen. Ja, auch wie, ich sag mal, wie die Mittelbohrung, wo die Injektordüse dann durch oder Spitze dann durchgeht, schon ausgelatscht ist, ne? Ja. Also die haben schon ganz gut gelitten. Das heißt, du kämpfst jetzt noch um die vierte? Ganz genau. Da hinten haben wir auch ein Spezialwerkzeug drin, so ein Spreizer im Prinzip, um die in die Wärmeschutzscheiben da rauszugreifen. Das ist da hinten der Bauteil. Ja gut, das heißt, du quälst dich jetzt damit rum. Das wird auch bedeuten, dass wir die Injektorsitze wahrscheinlich unten auch alle nacharbeiten werden und müssen. Ne? Genau, das werde ich mir angucken und die, die nötig sind, werde ich leicht nachsetzen, dass die, die Spreche wieder in Ordnung ist. Natürlich nur so viel wie, wie möglich. Nee, so viel wie unbedingt nötig. Ist so viel wie nötig. Ja. In dem Moment, wo sie unten wegfräsen, im Prinzip Material abtragen, was durchaus legitim ist, müssen sie aber gegebenenfalls den Sitz dann kompensieren und korrigieren. Das heißt, es müssen dann, um das Maß, was abgenommen wurde, Wärmeschutzscheiben mit dickerem oder höherem Maß genommen werden, um den Injektorsitz nachher wieder auszugleichen. Das heißt, wenn Sie ein Zehntel abfräsen, muss die Injektor-Wärmeschutzscheibe ein Zehntel dicker sein, dann sitzt der Injektor wieder genau in der Position, wie er vorher saß. Okay, das müssen Sie berücksichtigen, machen aber die wenigsten leider Gottes schon allein deshalb, weil in den Dichtsätzen, die Sie sich dann holen, die Standard-Wärmeschutzscheibe drin ist und das würde ja bedeuten, dass man irgendwo eine lange Strecke zu irgendeinem Spezialisten fahren muss, um sich dann schnell eine Wärmeschutzscheibe zu besorgen oder man, das Auto steht drei Tage länger oder es ist vielleicht gar kein Umfeld und das ist das Problem, warum dann die Original-Wärmeschutzscheibe reinkommt bei einem korrigierten Sitz und das Ergebnis ist, dass das Ding auf einmal anfängt zu klingeln. Ne? Das ist jetzt kein Witz, manche Autos sind empfindlicher, manche weniger. Ich erinnere mich an eine Mercedes 200 CDI, Wärmeschutzscheibe eingebaut, ein Zehntel Versatz drin, Auto klingelt, Original oder richtige Wärmeschutzscheibe rein, klingeln ist weg. Ne? Also ganz klassisch und richtig laut, als hätten sie ein Moped mit klappernden Kolbenring. So, aufhören zu labern. Du machst weiter, Robin. Genau. Und wir gucken uns irgendwann vielleicht noch an, wenn das Auto dann zum Laufen kommt, wa? Ich werde dir Bescheid sagen. Alles klar, bis später. Später. Ich habe eine Fliege im Auge. So. Robin, du bist ja jüngere und hübschere von uns beiden, also fang du an. Ja, also wie, wie man sehen kann, hat das Auto seine Position gewechselt und wir haben ihn nicht rausgeschoben. Also er läuft jetzt wieder schön. Das muss aber nichts haben. Zusammengebaut, gerade eine Probefahrt gemacht. Hat mächtig Leistung für einen 2 Liter Diesel. Das ist schon in Ordnung. Ich bin eben in Bord gefallen, sag nichts. Darf ich jetzt was sagen? Ja, ist auch gut. Ich weiß aber nicht mehr, was ich sagen soll. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache diesmal so. OP ist gelungen. Robin ist zufrieden. Wenn der Robin zufrieden ist oder der Martin zufrieden von der Probefahrt zurückkommt, dann kann man sich in der Regel darauf verlassen, dass das Ergebnis auch entsprechend gut ist. Wir kriegen gerade eine Lieferung von BPD oder was? Ne, passt nicht hier rein. Affe zu? Ne, Haube zu, Affe tot oder was? Oder wie heißt das? Mach das Ding doch mal an. Dann gucken wir mal, ob er sich anhört wie ein BMW N47 mit Türchen sich anzuhören hat. Ich bin da guter Dinge. So, Finish müssen wir noch machen. Ja, hört sich schon mal brav an. Wieder schön leise vor sich hin, so muss man sagen. Das Saugrohr hätte so natürlich, ich hatte es am Anfang schon erwähnt, so natürlich nicht mehr eingebaut werden dürfen. Anhören tut es sich gut, fahrtechnisch bist du zufrieden. Jetzt können wir uns noch überlegen, ob wir eine Motorwäsche hier dran machen an dem Auto und den sauber dann übergeben. Und dann sind wir eigentlich von unserer Seite her durch. So. Danke, der Kunde wird sich freuen. Er hat sein Auto schon halb abgeschrieben. Ja. Ja, das ist tatsächlich so. Also war tot unglücklich und hat uns gekniet, dass wir das Auto mit reinpacken, weil eigentlich hatten wir terminmäßig für das Auto gar keine Zeit und Luft mehr. Aber nett gebettelt, sag ich mal. Nett gerettet. Ende gut, alles gut. An der Stelle Gruß in die Welt, Ihre Tettin und der Robin. Gute Nacht. Ja. Bis später. Tschüss. Tschüss. We'll be right back.
Und währenddessen der Diesel hier vor sich hin rappelt, kämpft der Martin mit VW-Bussen. Du bist aber nicht glücklich heute, wa, Martin? Ja, das ist sehr anstrengend, die Arbeit. Ja, da denke ich über Kopf. Komm, ich heb dir die Schraube auf. Die liegt nämlich hier unten am Boden. Martin, ich wünsche viel Erfolg. Ja. Hier deine Schraube. Bis später, steife Ohren. Mach es gut, ihr Rettin. Tschüss, Martin. Tschüss.